Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Amnesia und ich hau das alles ja ein bisschen runter. Und ja, jetzt können wir... Ich habe mir gedacht, dass ich heute nicht... Tut mir leid, irgendwas an dem hier weiterspiele von den Custom Stories, sondern dass wir heute ein neues Spiel beginnen. Ja! Das hört sich doch super an, auch wenn ich jetzt gerade 20 Spiele nebeneinander spiele. Ah, ich habe was im Auge. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. London at Mayfair. Not if I can. This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Daniel. Und jetzt haben wir einen Blackout. Wo sind wir wohl? Komm, steh auf. Okay, wie ist unser geistiger Zustand? Glas klar und es ist auch alles gut. Na, das freut uns doch. Oh, wir haben keine Tinderbox. Können wir dich aufnehmen? Nein. Ist da hinten noch irgendwas? Nein. Du Stuhl, kommst jetzt aber mit mir. Möchte ich mich aus dem Fenster werfen. Das heißt, wenn ich so das witzig sein. Nee, ja, die Fenster kannst du mit nichts kaputt schlagen. Jetzt sehen wir mal so einen Topf. Und eine Vase, was auch immer das sein soll. Wow, ich will einen Kopf. Ja. Ja, super Treffkünstler, würde ich sagen. Naja, was haben wir denn hier? Oh, ruhig. Ich hasse es, wenn er immer diese kleinen Schocks da bekommt, obwohl nur eine Tür aufgeht. Ich meine, ist da nichts Neues, wenn eine Tür vom Wind aufgestoßen wird. Das passiert doch jeden Tag. Ich wollte eigentlich gar nicht werfen. Ich hatte hinten gerade irgendwas gehört. Das Miese ist halt, ich weiß nicht, wann irgendwas passiert in dem echten. Aber ich habe gehört, dass es echt anscheinend 20.000 Mal schlimmer sein soll als so Custom Stories. Einfach weil die echten hier, die Macher von dem Game haben das anscheinend alles halt viel krasser hinbekommen, dass man halt viel mehr Schiss bekommt. Waren gerade aber nicht unsere Schritte, oder? Dann wurde wohl jemand abgestochen. Und Daniel krabbelt gerade auf dem Boden rum, obwohl unser Zustand last klar ist, ja? Ich muss niesen. Nein, doch nicht. Nochmal? Nee, okay, gut. Mikrofon wieder hinstellen. Okay, gut. Weil ich atme immer so kribbelig. Man muss immer aufpassen, dass ich halt nicht so ins Mikrofon atme. Haha. Nein, danke. Boah, es ist dunkel. Dann nehmen wir dir schön den Kopf weg. Stecken hinten durch. Schnell. Achso, verkrüppeln wir noch hier drin. Ich hasse es, dass Daniel am Anfang nicht rennen kann.
Muss erst gerade rennen. Oh, komm ich aber schnell, Daniel. Was haben wir hier? Nein, danke. Wow. Ja. Hat sich noch nie so geil angehört. Das hat sich nämlich immer nur so angehört. Zunächst Türe, ach egal. Ihr könnt euch ja denken. Oh. Alte Archive. Wenn man nach Kentonville will, muss man die Dover durchqueren. Dann nahm sich ein Besuch vor, nur ein schlechtes Gewissen gegenüber. Ach, leck mich. Bekommen wir eigentlich unsere Laterne? Gut, ich meine, wenn bei uns zu Hause hier die Tür auf einmal aufgerissen wird, dann gehe ich natürlich auch sofort rein. Tani hier. Ich sehe da hinten unsere Laterne. Run! Ah, ich hab sie! Ah! Scheiß, wir haben nur ein bisschen Öl. Egal. Was ist denn eigentlich unser Benomentos? Folge der Spur zur der Spur, Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Ah. Ah. Okay. Ihre Ketten. I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Aha. Für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, also wir haben anscheinend irgendeinen Trank genommen, dass wir alles vergessen, doch jetzt haben wir uns aber halt selber so Zettel hingelegt. Oh, was war da? Ein Hebel. Oh. Naja. Und jetzt schauen wir zu den Zetteln, dass sie halt einen Alexander umbringen sollen. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Sein Körper soll anscheinend alt und schwach sein, unserer stark und jung. Dann, wir müssen aber trotzdem aufpassen, weil uns ein Schatten verfolgt. Und dieser Schatten, den kann man nicht töten. Also, unser altes Ich hat halt schon alles probiert, aber der hat ihn nicht tot bekommen. Is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Okay, also jetzt haben wir ja gerade mit dem Alexander geredet. Jetzt, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall müssen wir den halt irgendwie umbringen. Schauen wir mal, was wir hier haben.
Weinkeller, Labor. Gehen wir doch erstmal ins Labor. Dieser Tribunale hörte sie, wie sein Name gerufen und aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das ja wirklich? Dachte er, der kleine Junge bei sich, und schlug sein Opfer mit einem. Jetzt konnte ich es nicht zu Ende lesen. Auf jeden Fall wird es ja schon ein bisschen creepier, Mann. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe in meine Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige schienen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Alles klar. Hat auch das Kind da hinten gehört. Öl. Ah, danke. Oh, wir haben ja zweimal Öl. Da, Tinderbox. Oh, das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Opriment müssen hinzugefügt werden, um Kuprit, und Kuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden. Ich hoffe, dass das eine gleichmäßige Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung in einem hohen Grade säurehaltiger ist praktisch für nichts zu verwenden. Außer vielleicht für als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung. Und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden. Aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Also wir müssen wahrscheinlich ein Rezept machen, oder was ist das? Das stimmt, das ist einer dieser Teile. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Ich habe gerade im Rechtsritter gehört. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir, solange ich noch an dich denken kann. Ich kann nicht lesen, Mann. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Ich sterbe nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Oh, ja, ich muss mal klicken. Komm, klick. Da war hinten nichts mehr. Oh. Guck mal, wie großzügig die sind. Da riecht sogar eine Fliege und die hat mich krass erschrocken, Mann. Also falls ihr sicher, ihr habt es sicher schon mitbekriegt, aber wenn ich mich erschrecke, ich erschrecke mich nicht. Ich erschrecke mich halt immer ziemlich total zusammen. Und renne einfach, was das Zeug hält. Dann auf 360 und dann verkacke ich natürlich und dann. Ja. Also was noch? Ich wollte gerade eben sagen, gehen wir noch mal gucken, was im Weinkeller so alles ist. Ja, Witz. Finde einen Schlüssel zu Weinkeller. Experimentiere im Labor haben bewiesen, dass sich aus Kombination von 4 Chemikalien eine starke Säure ergibt. Chemische
Ingredienzien sind vom Labor in den Weinkeller umgelagert worden. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Ja, und zwar wahrscheinlich mit der Säure, die wir jetzt bald erstellen werden. Aber wo finden wir jetzt für diese Chemikalien? Was haben wir hier? Jetzt kommen wir noch mit einem Hammer, dass er noch durchbrechen. Wenn wir also irgendwann mal einen Hammer finden, gleich wieder hier zurückkehren. Bevor man irgendwas anderes mit ihm macht und er noch zerbricht. In die Archive. Und was in den Archiven ist, erfahren wir in nächster Folge. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.